Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Final Fantasy Crisis Core. Oder Crisis Core Final Fantasy 7, wenn wir es ganz genau haben wollen. Für den heutigen Part habe ich mir was überlegt. Und zwar, also ich bin nochmal so meine ganzen Aufnahmen bisher durchgegangen. Und ich kriege erstmal einen Sternanhänger, der schützt vor Gift. Und ich bin meine Aufnahmen durchgegangen und ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie ich das Kampfsystem und die DMW und so weiter erklärt habe. Und darum habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal quasi so eine Art optionale Episode, wo wir nicht viel erledigen. Erstmal, wenn wir mit dem hier, ich glaube, der ist es, wenn wir mit dem reden, nee, das ist ein Rang 2, müssen mit dem Rang 3 reden hier. Ja, das ist ein Rang 3. Und von dem Rang 3 hier kriegen wir einen Haufen neue Missionen. Was ist der neue? Level 1. Oh. Du musst trainieren. Okay. Okay, das ist cool, ja. Wir können dem Jungen hier helfen, Missionen abzuschließen, damit er ein besserer Soldat wird. und das werden wir auch, da werde ich mich auch ein bisschen drum kümmern. Ich werde jetzt haufenweise Nebenmissionen machen. Das heißt, das wird ein kompletter Missionspart. Wir haben eben, ich glaube, das hier war's. Jo, das haben wir, glaube ich, gerade freigeschaltet. Und zwar, ich gehe gerade mal die Liste durch. Was werden wir alles machen? 311, 312, 512, 813 bis 816 und 831 bis 836. Plus 711 bis 716. Also die hier werde ich alle machen. Die hier müsste ich 8... Was hatte ich gesagt? 816, ne? Ah, 836. Bis 816 und 836 müssen wir erst freischalten. Die kommen dann dahin. Die werde ich jetzt mehr oder weniger alle machen. Genesis Horden. Haben wir irgendwas in 4? Nee. Ich gehe das jetzt einfach der Liste. In 5 müssen wir noch Missionen machen. Ich gehe das jetzt hier, also Hojos Labor. Ich gehe das einfach der Liste nach alle durch. Ich gehe das auch im nächsten Part nochmal genauer durch, was ich alles genau gemacht habe. Das ist nämlich wichtig für später. Aber ich werde hier die Mission hier nutzen, um nochmal genauer auf das Kampfsystem und alles einzugehen. Das ist eh ein kleiner Raum. Ah, da ist was hinter mir wahrscheinlich. Wunderbar, da haben wir erstmal den Kampfmodus. Wie ich im ersten Part schon erklärt habe, wir haben 4 Tasten. Wow, okay. Ja. Jetzt kommt mir die Phasenmodulation dazwischen, danke. Die kann ich leider nicht anhalten. Oh. Das bringt mir leider nichts. Na gut. Der Kampf ist kein gutes Beispiel. Da ich leider nichts dagegen unternehmen konnte, dass der den einfach gewonshottet hat. Ist aber nicht nett. So, ja, hier ist die Kiste. Ohne X-Potion. Wir nehmen nochmal einen Kampf. Wir haben die X-Taste zum Angreifen. Ihr seht das unten in dem... Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit eine Phasenmodulation zu bekommen? Vor allem eine, die auch immer noch funktioniert. Ich werde das noch erklären. Brauchen wir nicht. So. Darum hätte ich das vorher erklären sollen. Na gut. Suchen wir nochmal einen Kampf. Wie gesagt, X-Taste zum Angreifen. Kann ich hier pausieren? Sieht man dann das Menü? Ja. Die Viereck-Taste zum Ausweichen. Das habe ich eh schon das ein oder andere Mal eingesetzt. Und die Dreieck-Taste zum Blocken. Mit Kreis könnt ihr abbrechen. Ich weiß aber nicht, was das bringen soll. Kann ich den Zauber abbrechen? Nee. Die L- und R-Tasten sind dazu da, um durch meine Materialeiste zu schalten. So kann ich eben meine Fähigkeiten raussuchen.
Was sehr, sehr wichtig ist, weil ansonsten können wir nicht wirklich kämpfen, ne? Dann, was ich noch nicht erklärt hatte und deswegen einer der Gründe, weswegen ich darauf eingehen wollte, ist, ihr seht rechts unten, links unten die Leisten TP, MP und AP. Und ich ist jetzt natürlich kein gutes Beispiel. Ich muss noch was nachher kurz bei den Materials verändern. Das machen wir also im nächsten Kampf. Und zwar will ich erstmal eine Materie austauschen. Ich nehme mal den TP-Verstärker raus und wir packen die Wirbelattacke rein. Fähigkeit, die ich bisher nicht genutzt habe. Ich kann es eigentlich eh hier mal einsetzen. So, wir haben die TP, das sind unsere Trefferpunkte, das ist unsere Lebensenergie. Wenn die auf 0 geht, Game Over. Das ist eigentlich ziemlich logisch. Dann haben wir die MP, die werden verbraucht, um zu zaubern. Das habe ich eigentlich schon mehr oder weniger ein paar Mal gezeigt. Und zu guter Letzt haben wir noch die AP. Und die hatte ich bisher noch gar nicht eingesetzt. Toll, dankeschön. Immer diese scheiß Phasenmodulation. Ich erkläre die noch, keine Sorge. Ich komme schon noch dazu. Auch was die ganzen Zahlen bedeuten und wie die Limiträusche und so weiter funktionieren. Darauf gehen wir noch ein. Jetzt kümmern wir uns mal um den hier. Und das ist unser Missionsziel. Hier ist sonst nichts, ne? Nicht, dass ich eine Kiste übersehe. Aber die machen das manchmal, dass sie eine Kiste hier irgendwo verstecken. Natürlich, wie gesagt. Das ist zwar jetzt nur eine Potion, aber hey. Gehen wir mal zu denen hier. Und zwar die letzte, die wir haben, die ich zeigen wollte, ist die Wirbelattacke. Ich habe die schon mal gezeigt. Die hatten wir nämlich während dem Anfang schon mal. Und die verbraucht eben die AP. Also wir haben MP für Zauber, AP für physische Angriffe und unsere Trefferpunkte, damit wir nicht sterben. Nice, allein mit dir. Ich würde mal sagen, für die nächste Mission gehen wir dann... ein Bronzereif, das kann ganz nützlich sein. Für die nächste Mission gehe ich dann mal ein bisschen mehr über das DMW. Weil das ist eigentlich so der kompliziertere Teil. Wenn wir uns hier durch Genesis Horden kloppen. Das sind eh nicht wirklich schwere Missionen. Suchen wir uns erstmal einen Feind. Hier sind noch Kisten, das ist gut. Ah, und da hinten steht... Ah, nice. So. Die Phasen, oder besser gesagt das DMW oder DBW, wie es auf Deutsch heißt. Das steht für die digitale Bewusstseinswelle. Genau. Ich werde das jetzt erstmal ein bisschen durchlaufen lassen und ein bisschen im Kreis rennen. Jetzt haben wir eine Phasenmodulation. Kann ich das mal pausieren? Ja, kann ich. Die Phasenmodulation basiert auf... Also das DBW funktioniert... Ja, okay, das hat es mir eh versaut, aber es ist egal. Das DBW funktioniert... das hat zwei Kriterien, wie das DBW funktioniert. Ihr seht eben, wie gesagt, da oben diese Slotmaschine, die sich die ganze Zeit dreht. Und erstmal sind die SP wichtig. Denn wenn wir keine SP haben, können wir die Slotmaschine nicht mehr anhalten. Was hier passiert ist, es wird erst die linke, dann die rechte Seite angehalten. Und wenn links und rechts das Bild gleich ist und wir mindestens 10 SP haben, dann kommen wir in die sogenannte Phasenmodulation. Das habt ihr jetzt mittlerweile schon haufenweise gesehen. Hier haben wir zum Beispiel gerade das Bild, das gleiche. Wir haben zwar das Bild noch nicht, aber es funktioniert trotzdem. Die Slotmaschine wurde angehalten, es ist nichts passiert. Wenn wir die Phasenmodulation hinbekommen, dass wir dreimal das gleiche Bild haben, dann kommen wir in die sogenannte Rauschphase. In der Rauschphase, da kommen dann die Zahlen zur Geltung. Erstens, was in der Rauschphase passiert ist, wir kriegen erstmal, je nachdem, anhand von den Zahlen, kriegen wir einen Bonus auf HP, MP und AP. Die sind ja jetzt gerade zum Beispiel im Rausch. Oh! Beschwörung. Das ist Zufall. Das passiert ab und an mal. Vielleicht kriegen wir mal eine Beschwörung hin. Energieschub mit Ifrit und... Moment, ich will eine Pause machen, denn wir haben die 3x3.
Das wollte ich nämlich auch gerade erklären. Wenn wir in der Rauschphase die gleichen Zahlen hinbekommen, so wie wir es jetzt haben, 3x3 oder auch 2x3 ist okay, die Slot-Räder gehen von 1 bis 7. 3x7, das wisst ihr, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, ist ein Level-Up. Damit erreichen wir die nächste Stufe. Das funktioniert immer dann, wenn wir genug Erfahrungspunkte gesammelt haben. Erfahrungspunkte kriegen wir fürs Besiegen von Gegnern, ist aber ein unsichtbarer Stat, den seht ihr nicht. Das heißt, das Leveln wirkt ein bisschen random, ist es aber eigentlich nicht, da ihr ganz normal für das Killen von Gegnern Erfahrung sammelt. Zahlen 1 bis 6, wenn wir zweimal die gleiche Zahl haben, also zweimal 1, zweimal 2 oder zweimal 3, sowas jetzt, dann die 1 bis 6 zählen für die jeweiligen Materia-Slots. Wir haben im Moment nur 4 freigeschaltet, wir kriegen später noch einen fünften und sechsten Slot. Und wenn wir 2x1 haben, dann steigt die Materia im ersten Slot um ein Level auf, bei 2x2 dann die im zweiten, 2x3 die im dritten, 2x4 die im vierten, 2x5 die im fünften, 2x6 die im sechsten. Ist eigentlich ganz simpel. Wenn wir jetzt, so wie wir es hier haben, dreimal die gleiche Zahl haben, dann steigt die Materia in dem Slot sogar um 2 Stufen auf. Das heißt, die Materie, die wir in Slot 3 haben, steigt jetzt um 3 Stufen auf. So wie wir jetzt dreimal. Was noch dazu kommt in der Rauschphase, wie gesagt, unsere AP, MP und HP kommen in den Rauschzustand und können überlevelt werden. Wir haben dann in dem Moment einfach mehr. Also die Statuswerte im Moment sind höher als das Maximum. Darum sind wir im Rausch. Das heißt eigentlich im Grunde nichts anderes als, dass wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt von den 2000, wenn wir jetzt 500 Schaden nehmen, sind wir unten auf 1800. Wir können die aber nicht wieder auf 2300 hochheilen, weil wir eigentlich nur 1300 HP, 1230 HP haben. Das heißt, bis 1200 haben wir jetzt einfach mehr HP, und wenn wir drunter gehen, unter die 1200, können wir uns wieder voll heilen. Ifrit, das zeige ich jetzt auch. Unsere Barrierematerie ist jetzt auf 4. Und Ifrit wollte ich sowieso irgendwann mal zeigen. Das ist nämlich eigentlich eine ziemlich coole Sequenz. Für die Leute, die das Video hier übersprungen haben, werde ich es im nächsten Part kurz erwähnen, wenn sie Ifrit sehen wollen, müssen sie halt hier reingucken. Hallo Leute, die aus dem nächsten Part kommen. Muss man sagen, das ist echt super in Szene gesetzt. Sieht echt verdammt geil aus, gerade wenn man überlegt, dass es ein PSP-Spiel ist. Aber das war nur die Beschwörung. Jetzt kommt noch die Szene, die ihr schon kennt. Die Purgatorium-Szene. Man überlegt, wie das im Vergleich in Final Fantasy VII ausgesehen hat. Ich glaube, ich schneide das hier rein. Boom! Und das war nur Level 1. Das hat schön aufgeräumt. Wie ihr gesehen habt, wir kriegen für das Besiegen von Gegnern SP, Gil und wie gesagt eine versteckte Anzahl von Erfahrungspunkten. Das war nicht gewollt, aber gut, dann killen wir die halt auch noch. Die Wirbelattacke ist super nützlich, wenn ihr mehrere Gegner auf einmal killen wollt. Hier wäre Blitzra oder Blitzgar ziemlich nice. Haben wir aber im Moment nicht. Kann ich die Kamera mal drehen? Dankeschön. Ich bin nicht so zufrieden mit der Kamerasteuerung. Das habe ich eh schon mal erwähnt. Haben wir hier in der Nähe irgendwie was? Ansonsten schleichen wir uns an die Spinne ran. Natürlich kann ich die. Genau das meine ich. Ich kann die Kamera jetzt nicht so drehen, dass ich die Spinne sehen würde. Gut, jetzt stehen wir hinter der Spinne. Und wie ihr wisst, von hinten angreifen gibt einen Bonus auf kritische Trefferchance. Das hatte ich aber eh schon mal gezeigt. Das eine oder andere Mal. Aber ich glaube, damit sind wir eigentlich mit dem ganzen System auch durch. Das ist, glaube ich, alles. Ich hoffe es zumindest. Wie gesagt, ich werde jetzt dann offscreen auch noch mehr
Und da haben wir unsere Vorschau verdient. Ich werde offscreen noch die restlichen Missionen machen und das werde ich dann im nächsten Part erwähnen. Oh, ein Eisenreif, sehr cool. Und ich zeige euch dann, was wir gewonnen haben und so weiter. Beim nächsten Mal. Ja, eine Mission geht sie noch aus. Vielleicht sogar noch eine zweite. Die nächsten... Ja, Genesis Horden können wir erstmal nichts mehr machen. Dann als nächstes 5... Eins, zwei. Das nächste Experiment ist Bahamut. War eh schon mal bekämpft, aber es passt eigentlich. Kann man ein bisschen was verpassen. Das kannst du dir aber ganz schön. Hat er mich erwischt. Dafür kriegst du jetzt eine Phasenmodulation ab, Digga. Ich hoffe, dass ihr das halbwegs verstanden habt, wie das Phasenmodulationssystem jetzt funktioniert. Werden wir hier noch einen schönen Level-Up bekommen. Jetzt gibt es nämlich nochmal einen Sturmangriff. Spulen wir mal wieder ein bisschen vor. Ich bin echt froh, dass ich die Vorspulfunktion habe. Auf dem Emulator, das ist ganz nützlich. Da diese Fähigkeiten noch sehr langsam sind. Die können wir zum Glück einfach überspringen. Da stört es mich gar nicht mal. Oh, das hat gezogen. Bin ich froh, dass ich ein... Oh, da ist er tot. Ich wollte gerade sagen, bin ich froh, dass ich heilen kann, aber okay. Wir kriegen noch ein Amulett. Dankeschön. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch wieder irgendein... Ausrüstungsgegenstand hier. Jo. Psyche plus 30. Das ist ziemlich heftig eigentlich. Hier 20% mehr Lebensenergie ist auch ziemlich nett. Die Wirbelattacke fällt mal wieder raus. Ich hätte nämlich gerne wieder meine anderen Fähigkeiten. Zwar den TP-Verstärker hätte ich gerne wieder. Würde ich mal sagen, wir sortieren das Zeug mal alles durch. Wie gesagt, da gehen sich... Jetzt habe ich den Timer nicht am Screen. 3 Minuten haben wir noch. 5, 1, 2. Haben wir gerade gemacht. Ja, die Materia-Jäger-Mission. Nehmen wir die hier mit. Mittlerweile habe ich ein bisschen Schiss vor diesem Wüstengebiet, einfach weil sich es letztens so übertrieben ausgerastet ist mit der Framerate. Aber ich habe echt immer noch keine Ahnung, was das für ein Problem war. Schließlich ist es jetzt weg. Keine Ahnung. Ich habe auch meinen Rechner nicht neu gestartet seitdem oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich weiß es nicht. So, dann gucken wir mal hier. Ihr müsst hier immer versuchen, die kürzesten Wege zu nehmen, quasi. So wie hier, einfach um die Ecke direkt. Gibt es hier noch irgendwo eine Kiste, direkt hinter ihm vielleicht? Nö, dann kann man mit so einem Ding. Typen hier, oder um die Typen hier. Ihr Schweine! Au! Das ist aber mal gut hier, ne? Ich hätte vielleicht auch das... Naja, okay, ich bin hier vergiftet worden, ne? Ich kenne mal noch... Beschwörung. Muss ich das ausgehen? Nee. Wir haben unbekannte Beschwörung. Jetzt reicht's mir lang... Jungs! Es reicht langsam. Die Phasenmodulation hilft mir auch nicht. Level up. Okay, der hilft mir. Jetzt ist nämlich mal gut hier. Aufgeräumt.
Lästige Mission. Oh, dafür gibt es sogar einen TP-Verstärker. Das ist gut. Macht zwar auf den ersten Blick noch keinen Sinn, aber eine andere Sache, die ich noch erwähnen wollte. Und zwar, ich hatte ja bei den SP gesagt, es gibt zwei Zwecke dafür quasi. Der andere Zweck für SP ist die Materia-Fusion. Die haben wir aber noch nicht freigeschaltet. Darum, das erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Ich kann jetzt hier auch erstmal speichern. Ich werde jetzt nämlich, wie gesagt, offscreen bis zum nächsten Part die restlichen Missionen erledigen, die ich noch zu erledigen habe. Ich werde es euch dann beim nächsten Part auch sagen, was wir noch erledigt haben und was ich noch alles bekommen habe. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tridi.